Die größte Lüge, würde ich schon fast sagen. Ja, es ist ein hartes Wort, aber die größte Lüge, der größte Mythos, den wir über all diese Online-Coaches, egal wie sie alle heißen, da draußen, ich nenne jetzt keinen Namen, den ich auch zum Teil jahrelang hinterhergelaufen bin, die wir da haben, die größte Lüge bzw. der größte Mythos ist die Feststellung, dass die alle davon sprechen, ja, wenn du erfolgreich werden willst, wenn du Millionär werden willst, wenn du das und das und das erreichen willst, dann musst du intrinsisch motiviert sein. Die Motivation muss von dir innen herauskommen. Das ist der größte Nonsens überhaupt. Es gibt nichts, was vom Menschen innen herauskommt, was ihn dazu motivieren könnte, in irgendeiner Art und Weise hier überdimensional zu wachsen, Millionär zu werden, mehr zu verdienen, ganz große Dinge zu machen und so weiter und so weiter. Die Motivation ist grundsätzlich immer von außen. Ja, immer von außen. Das können so viele Gründe sein. Unterm Strich kommt es meistens auf irgendeine Mutter-Vater-Beziehung. Ja, hat es meistens damit zu tun, ja, du warst der Mutter nie genug, der Vater nie genug und so weiter und so weiter. Elon Musk, egal wie sie heißen, Bill Gates will seine Mutter imponieren und die Welt retten. Es ist immer von außen. Es ist immer deine Ex-Frau, ist teuer, die Scheidung war so teuer, deswegen musst du ran schaffen und überdimensional viel Geld verdienen. Oder es kann sein, dass du deine aktuelle Frau, dass die, was weiß ich, so einen hohen Lebensstandard hat, ja, und wenn du ihr nicht irgendwie den Pelzmantel irgendwas schenkst, ja, oder irgendwelches tollen Schmuck oder irgendwas, dann verwehrt sie sozusagen die Liebe zu dir und das motiviert dich. Oder du hast irgendwie einen leichten Komplex, was soziale Anerkennung betrifft. Du brauchst einfach den Status, du musst einen Porsche, einen Mercedes oder einen Ferrari oder irgendwas brauchst du einfach. Das gibt dir einfach was irgendwie. Ja, und deswegen musst du, ja, das ist aber auch von alles von außen. Das ist alles von außen. Wir Menschen in uns selber, wir brauchen letztendlich, wenn wir unser Essen auf dem Tisch haben, unser Dach über dem Kopf, ja, und unsere Gesundheit versorgt, also letztendlich unser Grundversorgungsniveau erreicht haben, dann haben wir intrinsisch in uns überhaupt null Grund. Ja, das ist über die Jahrtausende, Jahrzehntausende und einfach so in uns genetisch veranlagt. Dann haben wir null Grund, irgendwie uns einen Arsch hochzubewegen und irgendwas zusätzlich noch zu erreichen oder zu arbeiten oder zu verdienen. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du vorhast, Millionär zu werden oder irgendwie große Firmen aufzubauen, großes Startup und so weiter, dann musst du dafür sorgen, dass du motiviert bist durch irgendwelche äußeren Faktoren. Ja, es gibt viele, die sind Billionär geworden und die haben sich quasi dadurch motiviert, dass sie immer bis zum Limit sich verschuldet haben oder sofort alles wieder reinvestiert haben. Das heißt, die hatten eigentlich nie Geld. Oder. Ja, oder haben quasi sich große Leasingverträge zugelegt, haben sich dadurch den Druck gemacht, ja, immer mehr Geld verdienen zu müssen. Aber wenn du von außen nicht irgendwelche Impulse, also irgendwelche Faktoren hast, die dich dazu zwingen, ja, ständig die Extrameile zu gehen, dann wirst du sie nicht gehen, weil wir Menschen vom Grund auf, wenn wir grundversorgt sind, mit unserem Essen auf dem Tisch, Dach über dem Kopf, gesundheitlich versorgt, sozial einigermaßen integriert, ja, dann haben wir null Motivation, hier irgendwo die Extrameile zu gehen. Wir sind von Grund auf ein faules Wesen. Ja, genauso wie die meisten Tiere da draußen auch, wenn sie satt sind und so weiter, dann legen sie sich hin in die Sonne und faulenzen. Solange bis sie wieder Hunger haben, dann gehen sie wieder auf die Jagd. Und im Grundprinzip funktioniert der Mensch exakt genauso. Also, das ist sozusagen mal meine Meinung zu diesem ganzen Online-Mentors, Coaching, was es da alles gibt hier. Und die dir immer erzählen wollen, du musst intrinsisch, du musst von dir heraus, Leidenschaft, bla, bla, bla. Nonsens. Niemand aktuell in Deutschland, würde ich mal behaupten, niemand braucht mehr wie 5.000 Euro auf die Kralle im Monat. Damit kann er sich alles wirklich mehr oder weniger leisten, was er zum Leben braucht. Und alles, was du darüber hinaus, das Verlangen darüber hinaus, hat mit externen Faktoren zu tun. Ja, dass du irgendjemandem was beweisen willst. Ich habe so viele Beispiele jetzt schon genannt. Deine Eltern, deinen Nachbarn, dein was weiß ich alles. Aber es hat nichts damit zu tun, was von dir innen heraus irgendwie kommt. Das sind externe Faktoren. Ciao.